Hartmann, geht Ihnen eher bei dieser Männermarmelade das Herz auf oder bei Pommes weiß? Jetzt läuft sie wieder auf die Pommesbude hinaus. Wir sind uns noch nie begegnet. Nein, läuft es auf gar nichts hinaus. Ich kann mir das ehrlich gesagt aber auch nicht mehr vorstellen, jetzt hier was von der Marmelade, Männermarmelade zu probieren. Nee, ich habe das früher mal gegessen. Ich hatte eine Phase, Wettbrötchen mit rohen Zwiebeln, aber das kann man nicht ernsthaft mehr machen. Wenn Sie auch Rollen spielen mussten, haben Sie trotzdem gegessen? Nee, das war noch weit vor der Rollenspielzeit. Okay. Kurz nach dem Mauerfall. Ich weiß auch nicht warum. In Jena hatten die immer Hackepeter. Und die Thüringer natürlich, großartig. Da habe ich das immer gegessen. Aber wenn man das eine Weile mal hatte, dann ist das auch schnell vorbei. Aber es ist natürlich eine großartige Geschichte, die ich mit Ihnen noch nie besprochen habe. Aber dass Ihre Eltern eine kurze Zeit mal eine Imbissbude hatten. Ja, und wir sprechen da jetzt einen ganz wunden Punkt an. Weil neulich hat meine Mutter gesagt, ach, kannst du bitte nicht mehr das in Interviews sagen. Och. Das, dann denken die Leute, oh Gott, jetzt hört sie das, ist das furchtbar. Und dann wir auch sind noch so einfache Leute und wir hatten nur eine Pommesbude. Nein, die hatten wir sozusagen auf zweiter Lohnsteuerkarte und wir hatten die auch nur ganz kurz. Aber Sie kommen doch aus Nordrhein-Westfalen. Ja, nein, sie hat gesagt... Ich meine nur in Nordrhein-Westfalen, ja, ist ja eine Pommesbude nicht nur eine Pommesbude, da ist das quasi ein Tempel. Naja, das ist so ein bisschen, sag ich mal, das Klischee vom Deutschen in China, der isst jetzt Männermarmelade und das Klischee vom Ruhrpottler, er geht an die Frittenbude und hat eine Pommesbude womöglich noch. Und ich glaube, das ist so ein Klischee, mit dem meine Mutter nicht mehr leben wollte. Okay. Das liebe Mama, liebe Grüße, sei nicht böse. Wir stellen ich kann nichts dafür, er hat es angesprochen. Nein, aber ich habe da kein Trauma von. Okay. Ich kann auch sehr beruhigt, auch gerne Pommes essen. Mütter müssen wir uns schützen, finde ich. Ja. Aber Sie sind bekennender Ruhrpöttler. Das haben Sie immer wieder gesagt. Klar. Was ist ein Ruhrpöttler? Wie ist der? Das frage ich auch deswegen, weil Judith bekennende Westfälin ist. Ostwestfälen. Ja, genau, sie hat es mir gerade gesagt, dass wir eigentlich fast Nachbarn sind. Richtig. Nein, das war lustig. Gerade, also ganz süß, es standen ein paar Herrschaften draußen vorm Sender und wollten Autogramme haben. Und einer hatte eine ganz süße Autogrammkarte. Da hat sie drunter, hat sie das zusammengestellt mit dem Foto. Und da stand, im Ruhrpott geht man zum Lachen nicht in den Bunker. Mhm. Das war ich ganz süß, das habe ich wohl irgendwann mal gesagt. Aber... ich mag diese Mentalität im Ruhrgebiet wahnsinnig. Ich finde wirklich, das ist, mag auch wieder ein Klischee sein, aber wie Sie schon sagten, Klischees stimmen. Nee, stimmen manchmal. Also. Aber in dem Fall stimmen sie fast immer. Im Ruhrpott haben die Leute das Herz am rechten Fleck und die sind wirklich herzlich, die sind direkt und haben wirklich einen wahnsinnigen Witz. Also man hört sie auch immer, sie sind recht laut, aber sie sind witzig. Ich liebe diese Leute da, wirklich. Und die Ostwestfalen, gehen die zum Lachen in den Keller? Vorsicht. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Vorsicht. Ja, man sagt den Ostwestfalen ja immer nach, dass sie ein bisschen sturer sind. Ja, ja. Stimmt das? Nein. Ja. Ja. Wir sind charmant penetrant, habe ich neulich über uns gehört. Ich glaube, das stimmt. Ja? Ja. Also im Ruhrpott, es ist ja so eine spezielle Mischung halt. Das ist dann ja zum großen Teil Westfalen und dann geht es ja ins Rheinische irgendwann hinüber. Ne? Also ist ja das klassische Ruhrgebiet dann nicht mehr. Aber und die rheinische Frohnatur, also irgendwie, das befruchtet sich. Also diese ganze Region finde ich schon echt großartig. Man geht da, wenn man alleine in die Kneipe geht, kommt man mit vielen Freunden nach Hause. Jawohl. Wir schauen uns an, was Sie alles schon Wunderbares gemacht haben. Seit 7 Jahren am Rande des Wahnsinns als Kommissar Faber im Dortmunder Tatort, seelisch recht mitgenommen. Und was jetzt? Was jetzt? Na, jetzt ist Schauspieler Jörg Hartmann in seinem neuesten Film schön im Zoff mit Heike Makatsch gefragt. Du bringst uns in Gefahr mit deinem Scheiß und Gevögel. Du kriegst doch nichts richtig hin. Du bist ein Feigling. Ein mieser, kleiner Schwächling. Seinen Durchbruch hatte er früher in dieser ARD-Serie Weißensee. Seine Rolle, die eines Fieslings, Stasi-Offizier Falk Kupfer. Könnten Sie bitte dafür sorgen, dass nachts in meiner Zelle das Licht ausgestellt wird? Natürlich. Das Licht in der Zelle wird ab jetzt im Wechsel ein- und ausgeschaltet. Ja, aber wir können doch nicht einfach... Das ist ein Befehl, Genosse Unterleutnant. Jörg Hartmann ist mehrfach preisgekrönt. Schön, dass wir mit ihm persönlich im Studio nach hinten und nach vorne schauen können. Herr Hartmann,
nach Ihnen, Ihren so gefühlvollen Worten für den Ruhrpott. Hat es Sie getroffen, dass der Oberbürgermeister von Dortmund sich über eine Folge Ihres Tatorts so bitter beklagt hat? Also man muss sagen, so eine Klage hört man selten, obwohl ich Kummer gewöhnt bin, was Klagen anbelangt. Ja. Er hat einen offenen Brief geschrieben an den Intendanten des WDR und sagt, das, was Sie da vorgeführt haben in diesem Film, in dieser Tatortfolge, das kann man nur noch als fortwährendes Mobbing gegenüber einer Stadt, einer Region sowie den dort lebenden Menschen bezeichnen. Und dann hat er noch ein bisschen nachgelegt und gesagt, der Tatort sei eine plumpe Darstellung ohne jedwede regionale Kenntnisse. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn man den Tatort einstellen würde. So. Daraufhin kam es zu einem Treffen zwischen Ihnen und dem OB. Haben Sie sich versöhnen können? Naja, also ganz ehrlich, es hatte mich insofern schon getroffen, als es dann darum ging, er hätte nichts dagegen, dass jetzt Faber und Co. in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden könnten. Das trifft einen ja dann irgendwann auch persönlich. So, da geht es ja dann natürlich auch um eine Arbeit und um vielleicht auch um etwas Existenzielles und so. Aber als Lokalpatriot, der ich ja bin aus Herdecke, was direkt neben Dortmund liegt, liegt mir immer wahnsinnig viel daran, dieser Region und der Stadt Dortmund gerecht zu werden. Also, ich versuche immer, wenn ich irgendwie merke, in den Drehbüchern, da sind irgendwelche Sachen, wo ich denke, nee, das stimmt jetzt nicht ganz. Das versuchen jetzt Sie nicht Einfluss zu nehmen? Ja, na klar. Und das kann ich auch. Es ist bei dieser betreffenden Folge ein bisschen komplizierter gewesen. Wir mussten auch kurzfristig sehr am Drehbuch arbeiten, um das zu ändern. Wir haben auch in dem Film darauf, also es ging um Bergarbeiter und eine Zeche, die vor etwa 2 Jahren zuletzt dicht gemacht hatte. In der Zeit hatte gerade die letzte Zeche Prosper Haniel geschlossen. Und das ist natürlich im Ruhrgebiet wirklich ein ganz sensibles Thema. War eine offene Wunde. Nach wirklich grob 200 Jahren. Aber er hat Ihnen ja das vorgeworfen, was so ein bisschen der unfreiwillige oder überraschende rote Faden in dieser Sendung ist, nämlich, dass da nur Klischees reproduziert werden. Und zwar in seinen Augen völlig unzutreffende. Wie war es denn nun, als Sie sich getroffen haben? Finde ich nicht, und darüber haben wir auch geredet. Ja, ich hatte ihn dann, um so ein bisschen Dampf aus dem Kessel zu nehmen, hatte ich mich dann irgendwann so nach 4 Tagen genötigt gefühlt, dann selbst nochmal in einem Interview was dazu zu sagen. Mhm. Weil ich war sozusagen als vielleicht vermeintliches Gesicht dieses Tatortes, bin ja nicht nur ich, aber dieser Faber ist vielleicht die auffälligste Figur, weil ich dann so stellvertretend plötzlich stand ich da und war verantwortlich für alles. Ich meine, ich bin weder der Redakteur noch der Drehbuchautor. Trotzdem, klar, habe ich da einen gewissen Einfluss. Aber ich habe mich dann geäußert und wollte Dampf aus dem Kessel nehmen und habe ihm dann angeboten, lass uns mal ein Bierchen trinken und lass uns mal drüber reden. Weil ich bin wirklich der Letzte, der diese Region, der die Stadt irgendwie in den Dreck ziehen will. Also ich liebe diese Region, wie man hoffentlich gerade gemerkt hat. Und ich finde Dortmund klasse. Es ist natürlich, ich habe ihm auch versucht, bei diesem Treffen klarzumachen, dass ein Film was anderes ist. Naja, erstmal ist ein Film was anderes. Wir begeben uns natürlich in Abgründe mit diesem, sagen wir mal, wir haben natürlich auch ein spezielles Genre beim Dortmunder Tatort. Wir sind nicht die Münsteraner, die mit jeder Leiche am Münsteraner Prinzipalmarkt sozusagen tourismusfördernd sind. Da gibt es mittlerweile richtige Touren. Ja. Das ist in Dortmund ein bisschen anders. Wir sind halt finsterer, wir haben uns für etwas Dreckeres, Dunkleres entschieden. Und meine Figur ist jetzt ja auch bei manchen nicht unbedingt eine, die guckt man sich an und dann geht man Montagmorgen ganz fidel und quicklebendig zur Arbeit. Quicklebendig hoffentlich schon. Also, quicklebendig schon. Aber das, das ist immer ein bisschen heftiger. Aber klar, ich kann mit einigen Sachen auch mitgehen. Also, Ich hab ja dreimal versucht zu erfragen, ob Sie sich inzwischen versöhnt haben oder ob... Ja, wir haben uns in Berlin, lustigerweise, wir haben uns da getroffen. Wir haben dann auch darüber geredet, was geben wir denn jetzt an die Presse? Und die wollten alle was wissen. Also ich rede, glaube ich, jetzt zum ersten Mal offiziell über dieses Treffen. Das freut es gab ja. zwei Ergebnisse, haben ich Sie weiß gar nicht, ob ich die jetzt ja? Kundtun. Ja, ich mache das jetzt einfach. Ich riskiere jetzt mal, weil man muss was riskieren im Leben. Nur Mut. Also, ich sag das jetzt einfach mal, ich hoffe, er zieht mir jetzt nicht die Ohren lang. 2 konkrete Ergebnisse. Wenn wir im November drehen, werden wir wirklich ein Pilsken trinken. Und er hat angeboten,
Er will jetzt Fabertouren durch Dortmund organisieren. Höchstpersönlich, vielleicht hat er sogar Lust, die demnächst mal höchstpersönlich zu führen. Was sind also, denn Fabertouren? Fabertouren sind da, dann, wo er also, man geht durch Dortmund. Anfall bekommen hat. Ja, das ist wieder aus Teil 3 gewesen. Wir haben mittlerweile gleich schon 15 Teile gemacht. Okay. Und immer hängt mir dieses zertrümmerte Waschbecken nach. Aber naja, gut, sowas prägt sich halt ein. Naja, Fabertouren, man geht dann also mit Reisegruppen durch Dortmund. Und was weiß ich, hier lag mal die Leiche in Teil 3 und hier hat Faber das gemacht und hier haben die Kollegen das gemacht. Hier waren wir am Phoenixsee, hier sind auch die schönen Dortmunder Seiten. Dortmund ist auch schön. Nein, ohne Scheiß, ich kann allen empfehlen, die noch nicht im Ruhrgebiet waren. Das Ruhrgebiet ist geil, das Ruhrgebiet ist viel grüner, als man sich das vorstellt. Und auch Dortmund. Herr Sierau, habe ich das gut gemacht? Also, jetzt haben wir schon Ihre Mutter glücklich gemacht. Jetzt haben wir schon Herrn Sierau, den Oberbürgermeister von Dortmund, glücklich gemacht. Jetzt könnten wir doch eigentlich noch die Architekten in Deutschland glücklich machen, weil sie nicht nur ein großartiger Schauspieler sind, der sich sehr in seinem Beruf sehr aufgeht, sondern sie interessieren sich wahnsinnig für Architektur. Und sagen Sie, wenig kann sie so aufregen wie schlechte Architektur. Ja. Also da muss ich mal nachfragen. Ich habe ja in Bochum studiert, ne, auch im Ruhrgebiet. Waren Sie schon mal an der Ruhr-Uni Bochum? Ja, also, die Suizid-Uni. Ja, deshalb. Ja, ja, wenn man da mal war, dann weiß dann man, es nicht nur dort und ist finster. Ich glaube, Sie gefährden auch gerade die Fabertouren. Ich sag's nur. Ja, genau. Das macht ja nichts. Ja, ja. Wir haben ganz vergessen, dass wir heute ja nicht regional ausstrahlen in Norddeutschland, sondern bundesweit. Richtig, aber die Vorstellung macht Freude. Welche ist denn eine Stadt, die Sie besonders wütend macht, weil sie so hässlich ist? Herr Hartmann. Ach, dieses Thema Architektur ist so groß. Ja, so groß, dass es ganz schwer ist, diesem Thema jetzt in so einer Talkrunde in 3-4 Minuten gerecht zu werden. Was ich immer meine ist, also Deutschland ist im Krieg sehr zertrümmert worden. Was noch viel schlimmer ist, es ist nach dem Krieg sehr autogerecht und menschenfeindlich, wie ich finde, an vielen Stellen wieder aufgebaut worden. Also vieles, was hätte man retten können, wurde zerstört. So, deshalb sind unsere Städte, machen wir uns nichts vor, zumindest die großen Städte, die bombardiert wurden, sehr austauschbar und gesichtslos. Und ich fände das, ich meine, warum fahren wir alle nach Italien und sind so glücklich, wenn wir da durch die Städte gehen? Weil wir es hier selten haben. Und ich fände es halt großartig, mit modernen Mitteln eine Architektur zu finden, mit zeitgenössischen Mitteln, um wieder Stadträume entstehen zu lassen, in denen wir uns einfach wohlfühlen. Und ich finde, wir dürfen auch einfach Stadträume mal schön finden. Daran ist nichts Verwerfliches. In Deutschland wird das dann immer in Frage gestellt. Wenn Sie Augen im Rücken hätten, würden Sie sehen, wie da lauter Zuschauer sind und Zuschauerinnen, die so machen. Ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so. Ja. Es ist verrückterweise. Ja. Also, ich glaube, es geht ganz vielen so. Vielleicht sehen das viele nicht ganz so streng wie ich, aber ganz vielen geht es so und sie fühlen sich unwohl und haben die Sehnsucht danach, sich wieder wohlzufühlen. Dann gibt es jetzt auch so eine Bewegung, weil man in einigen Städten wird was rekonstruiert. Das ist dann so die extreme andere Bewegung. Wie in Frankfurt zum Beispiel. Ja, ich finde das teilweise durchaus legitim, weil so viel historisches Erbe vernichtet wurde. Aber das ist dann natürlich im Großen und Ganzen auch nicht der Weg, sondern der Weg ist wirklich mit zeitgenössischen Mitteln eine Architektur zu finden, die auch zu der Region und zu dem Ort einen Bezug hat. Herr Hartmann, also ich versuche es mal so auf den Punkt zu bringen. Sie können sich so fantastisch ausdrücken und in ihren Rollen sind Sie oft sehr extrovertiert, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, man muss einfach mal andere Rollen geben. Ja, ist das eine Sehnsucht von Ihnen? Würden Sie gerne mal eine Komödie machen? Ja, unbedingt, habe ich auch schon oft gesagt. Das macht mich wahnsinnig, weil immer bin ich der, ich liebe diesen Faber, nicht falsch verstehen. Aber warum kommen diese Angebote nicht? Weil ich wahrscheinlich zu überzeugend das Waschbecken zertrümmert. Ja, aber Sie sollen als Junge eher schüchterner Mensch gewesen sein. Ja. Haben Sie irgendwann mal in Ihrer Kindheit gemerkt, ich kann etwas, womit ich Leute fesseln kann? Naja, ich war in der Tat wirklich extrem zurückgezogen immer. So ein sehr blasser, durchscheinender Junge. Blass bin ich meistens immer noch. Also rein jetzt vom Teint her, hoffe ich nur. Ich habe wahnsinnig viel gezeichnet, also ich habe auch immer so viel mit mir ausgemacht und gezeichnet wie ein Wahnsinniger. Und dann waren wir so
Wie alt war ich da? Ich glaube, es war so 77, war vielleicht gerade in der Schule, also ein Jahr in der ersten Klasse, 76 oder 77. Waren wir, mein Vater hat immer viel mit Handball gemacht und hat Jugendreisen auch organisiert mit dem Handballverein, da war ich mit an der Ostsee. Nicht, weil ich Handball gespielt habe, ich war eine absolute Sportpflaume, aber weil ich der Sohn von Hubert Hartmann war, dem großen Handballer. Und da war irgendwann eine Feier abends mit allen Handballjugendlichen und da war Musik und dann fing ich plötzlich als der Kleinste an zu tanzen wie ein Bekloppter. Keine Ahnung, warum das so war. Es brach aus mir raus. Ich kann es nicht erklären. Ich habe da irgendwie die ganze Zeit immer nur eine Bewegung, immer nur so. Mit dem größten Handballer, der war 2,10 Meter und ich war so ein Kleiner. Und meine Eltern haben gar nicht, was ist mit ihm jetzt los? Und ab da war ich plötzlich Klassenclown in der Schule. Geschichte. Schön. Es war wirklich wie auf Knopfdruck. Und da habe ich gemerkt, ja, also wenn man jetzt tiefenpsychologisch oder küchenpsychologisch reicht vielleicht, gucken würde, da hat er irgendwie gemerkt, der kleine Jörg, damit kriegt man Reaktionen. Leute lachen, keine Ahnung. Keine Ahnung, sage ich. Merken Sie was? Seit 20 Jahren lebe ich in Berlin bzw. Potsdam. Um Gottes Willen, Herr Sierau, Entschuldigung. Und ich wünsche dem kleinen, ganz großen Jörg, dass er spätestens nach dieser Sendung die lustige Rolle seines Lebens bekommt. Ja, danke. Vielen Dank.